Said she loved me more if I had a Mercedes. Clean it up a little more, drive around and look pretty. Good morning. I'm starting off this vlog. I don't know if it's gonna be a weekly vlog or a daily vlog. I'm scared. I hate when people see me vlogging, especially since it's not even a phone, it's a camera. I don't even know if you're allowed to hold a camera, but my car is currently in a standstill. Not for very long, but yeah. Let's see. If I drive it, this is definitely not gonna hold, but good morning. I'm starting off this vlog right now in the car because I'm going to Nuremberg. Wow. Where do I even have to go? I have a lot. Okay, I'm just gonna hold it right now. I have a lot of exciting things planned today. Wow. Yeah. I have a lot of exciting things planned today, so it could potentially be just a daily vlog. But yeah, I'm driving to Nuremberg. Dump on my sun. What are those? I don't have any other sunglasses here, so had to go with these little extra ones. But yeah. This vlog is gonna be filmed on my camera. Let me know if it's any better than my phone. It probably is, but it was so annoying for me to actually like look at the footage from my phone, because I mean it's not terrible, but it's definitely not good. So yeah. From you looking at my eyes, girl, you know what's in me. Jingle bring the beat alive every time, you know. From me looking in my eyes, girl, you know what's in me. Jingle bring the beat alive every time in the girl. Why me, go cry you, whatever. You're sexy and you know that I'm your favorite. Girl and boy, they are lightweight, don't make a love you the right way, don't get look pretty like. Wow, I look really bad too. But I'm almost here in like 2 minutes. Right now I'm in a red light and my engine's off, so I mean I don't even know why I'm saying this all the time, because it's not like anyone's gonna come for me, but let's see. I'm very excited, and yes. Sagen, wir haben gesagt, wir machen einen auf Penner. Nein, ich expose dich. Es gibt doch überall auf Instagram immer diese Memes oder was auch immer, so, wenn man gesagt hat, ja, man kommt als Penner und dann kommt die eine voll gerichtet. Und so ist es bei uns immer. Und ich weiß nicht, warum ich dir seit 2 Jahren fast immer glaube, dass du als Penner kommst. Weil ich glaube, du hast einmal mein Potenzial gesehen und dann so einen Hoffnungsschimmer gehabt. Ich glaube, der macht jedes Mal, wenn wir es sagen. Und jedes Mal falle ich rein, wie so, ja, nee, wir machen kein Make-up davor drauf. Celine sagt dann, ja, ich nehme dann alles mit, was ich brauche, ich mache davor nichts drauf. Ich habe nur meine Base gemacht, okay, chill, das ist für mich nichts. Trotzdem. Außerdem ist meine Haut ja echt schlecht, hast du ein bisschen erbarmen mit mir. Bruder, danke. Na, hab erbarmen mit mir. Ich sehe aus wie der größte Penner. Nein, Mann, du siehst richtig gebräunt aus, man könnte denken, du bist aus dem Urlaub mit deinem Fake-Tan. Expose mich noch nicht. Ja. Ich finde es so schön, dass die Sonne noch rauskam, weil heute Morgen, als ich aufgestanden bin. Ich bin so schlecht gelaunt gewesen beim Fahren, weil die Sonne nicht draußen war. Boah, fühle ich. Und dann kam sie noch und dann warst du so. Ja, Mann. Gibt es eigentlich so eine Handyhalterung? Handy? Man sieht dich aber nicht, oder sieht man dich dann doch? Ja, so halb. Das ist so ein bisschen so ein auf Gangster machen. Nee, wir sollten jetzt mein Lied hören. Ja, hier. Entweder kannst du dich einstecken, ja. Guten Tag. Oh je. Kanzlerin Merkel. Vollgas, sobald es Nochmal. Wenn wir reinfahren. Nochmal das Grün. Okay, okay, nochmal. 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 Wir werden das heute so tot hören, bis das What you want from me, daddy? Hey, why me, go? Cry you, whatever. You're sexy and you know that I'm your favorite. And all I want to ask is... So, Plänchen für jetzt. Was sind so Plänchen? Wir holen uns jetzt Essen und Haarfarbe. Ich bin so gehypt. Ich hab's noch nicht announced on the vlog. Wie? Ich hab's noch nicht announced. Warte mal. So, hier, sagst du. Also, ich hab keine Ahnung, wie ich's halten soll. Oder mach einfach, was du drauf hast. Okay, und zwar haben wir jetzt schon. Haben wir es auf TikTok gesehen? Haben wir es auf TikTok gesehen oder nicht? Ja, Mann. Ja, genau. Und zwar gibt's ja diese Haarfarbe eigentlich so für einen Ansatz. Mhm. So für Frauen, die halt dann graue Haare haben oder halt der Ansatz nachwächst. Und die Farbe wollen wir kaufen. Doch, Mann. Ich hab das Dildo-Desinfektionsgel gekauft. Das, was wir die ganze Zeit haben wollten. Ja, hab ich natürlich. Auf jeden Fall wollten... Das ist auch echt gut, muss ich sagen. Hat sie nicht. Hat sie doch, Mann. Ich habe meine Mutter überzeugt, die hat gekauft. Weil ich dachte, nee, ich gebe dafür kein Geld an. Nee, es ist voll angenehm. Auf jeden Fall haben wir diese Sprühfarbe im Visier und die kaufen wir und dann wird diese blonde Schönheit. Es sieht gerade nicht wirklich blond aus. Man sieht schon, wenn ich mal lerne, wie ich die Kamera halte. Naja, okay. Zu einer Brünetten. So wie ich. Und dann noch ein Foto. Ja. Aber ich finde, man sieht, dass die Qualität schon besser ist. Voll krass, ja. Es sieht halt aus wie ein echt bisschen, ne? Nicht so verschwommen halt. Ey, jetzt fühle ich mich scheiße mit meinen Booties, aber ich... Ja, ne? Finde ich gut, dass du dich scheiße. Aber das Ding ist nur, ich wollte eigentlich... Jetzt schau dich mal mich an und dann schau dich mal dich an. Ich finde, das sollten wir eigentlich mal zeigen. Wir stellen uns jetzt da drauf und dann zeigen wir das mal. So ein Vergleich von uns beiden. Ich bin gerostet. Jesus. Jesus Christus Maria im Himmel. Also, wir zeigen mal nur ganz kurz. Ich mit meinen Sneaker und meiner Mom-Jeans. Ich habe auch eine Mom-Jeans an, okay? Und dann noch, okay, aber... Und auch ein Oversize-Crop, also das ist eigentlich nicht mein Gel. Das ist Crop, schau mich an. Ja, das ist aber comfy, du bist noch 5 Stunden gefahren. Und no Make-up, but... Ja, okay, nicht wirklich Make-up, aber... What's your mouth when you're talking to me? I show you respect, so you give it to me, oh. Roll up in the Lolo. Girl up with me like GoPro. She want more money, more paper. Hi, guys. Ja, total. Maybe your Snapchat. We can party on a Friday. Hey, why me go? Cry you wherever. You're sexy and you know that I'm your favorite. And all I want to ask is why me go? Cry you wherever. Hey, hold on. Yeah. From looking at my eyes, girl, you know what's in me. Wir lehnen uns mal kurz so rein und sagen, dass wir unsere Surrito geholt haben. Ist very delicious. Ja. Super. Also Vlog-Content muss nicht so gut sein bei mir. Eben. Mais. Ja? Mhm. Ich kann den Text nicht, oder? Ich weiß, aber jetzt bald kannst du ihn. Pito patamilo milata katiki politika, c'est pas la joie des mitokala namule macarena. Geklärt. Ich frage nur, weil das war ja jetzt echt peinlich. I can take a man if I want to. I want to, but lucky for you, I don't want to. I can take your man if I want to, but lucky for you, I don't want to. Why kommt jetzt da auf? Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht machen. You can drop. You can eat him. Lego. Yellow Marucci, yellow Maru sipping, yellow Lamborghini, yellow top missing. Yep, yep. This shit look like a toupee. I get what you get in 10 years, in 2 days. Ladies love me, I'm on my cool J. If you get what I get, what would you say? She wets it all up, next to me out. And the suicide doors, Harry Potter. Look at me now. Look at me now, oh, I'm getting paper. Look at me now, oh, look at me now, yeah. Fresh shit, oh, oh my shit. Better get a chick that you get, I can get it, and she actually really good. Oh my shit, I'm so sad, oh my dick. I ain't really need to say it, oh my dick. I can't keep talking about my dick. I need to say how to it. I'm done, hell, breezy. Let me show you how to keep the dice rolling when you're doing that thing over there, homie. Let's go! Während seine Schulkameraden am Wochenende auf den Fußballplatz oder zu Partys gehen, macht sich Kuhn Heikop auf den Weg zur Windmühle. And I'll be doing it to death, and I won't move a little while. I nigga better call it back and be the shit. You really machine, and you can read it in the press. Do you really want to know what's next? Ich hab das nur gemacht, weil sie so rumgeht. Und ich hab das nur gemacht, weil du gesagt hast, ich soll meine Haare schon mal abtrennen. Ja, das ist Zeitmanagement. Zeitmanagement. Und meine Frisur locker so scheiße. Willst du das wirklich eine Frisur nennen? Ja. Okay. It's a lifestyle. Yeah. Und auch nicht. Sieht man dich? Ja. Passt. Das wird erst so ein Pferdeschwein. Warum ist ein Pferdeschwanz eigentlich ein Ponytail, obwohl ich eigentlich, also so ein Pferdeschwanz ist ja das da oben, ne? Ja. So ein normaler Zopf halt. Ja, eben. Aber ein Pferdeschwanz ist ja auch ein Pferdeschwanz, genau. Pferdeschwanz ist vom Mann. Noch nicht mal den Schweif. Ja, okay. Ich so, hä, was ist mein Zeh? Heißt das Schweif? Ja, das heißt Schweif, sehr gut. Okay. Ja, auf jeden Fall, warum heißt der Zopf, den wir auf dem Kopf tragen, genau gleich wie das Hinterteil von dem Pferd? Then the distance between us and understanding the universe as it actually is. Das kann sein, aber ich meine, du schaust ja auch aus wie so eine kleine Kartoffel und trotzdem nenne ich dich nicht Kartoffel. Ja, eigentlich schon. Ich verstehe auch nicht, die Welt ist unergründlich. Wirklich. Aber hey, andere sehen auch wie ein pH. Und den nennen wir sogar pH. Was? Das ist irgendwie so blau. Das ist immer, warte, schau mal. Habe ich neu angefangen und jetzt sind wir nicht mehr. Oh, perfekt. Ja, das ist so, wenn du von einem Lighting ins andere Lighting, dann kommt die Kamera nicht so hier klar. Verstehe. Fokus ist auch nicht so super. 500 € haben sich auf jeden Fall gelohnt. Super. Gehabt. Scheiße. Sonst hätten wir es nämlich auch im Auto aufstellen können. Mm. Weil das ist so einer mit so bendy Arms und dann hätten wir es ums Navi machen können bei unserem Auto. Egal, das kriegen wir schon irgendwie anders hin, weil... Shut up! Wir müssen ja noch unser Playlist-Video filmen. Oh, das wird so geil. Bye! Wir haben das davor hier. Schön blond. Ja, ja, ja. Und jetzt wird sie braunhaarig. Girl, breathe me like GoPro. She want more money, more paper. Then come down to Jamaica. Then let me give you some flavor. Girl, it's sexy and you know that. Oh mein Gott, das sieht so brünett aus. Ja, das ist das Ergebnis. I'm brünett now. Ja, ich halte meinen Arm über dich. Super lecker. Ich muss halt so rumstehen, weil sonst... Licht nicht. Krasser, wir sind echt dunkel geworden, ne? In der Kamera. Boah, aber das sieht richtig geil aus. Schau, deine Augen kommen richtig raus. Ich weiß meine Augen. Ich weiß deine Augen. Du hast gerade so wie die Leute mit blauen Augen deine Augen aufgerissen. So. Schau, ich weiß meine Augen sind ganz. Oh mein Gott, ja. Wo hatte ich den? We're ready. Oder? Ich will meinen Lautschlüssel nicht. Ja, ich will mal gucken. Ah. I wanna rock up. Call when I'm in time. What do you need? Hä? Weißt du, wo du. Also. Hast du in meiner Hosentasche, als wir reingekommen sind? Okay. Und dann, keine Ahnung, habe ich ihn irgendwo hingelegt? Vielleicht ist er. Hier. Nö, ey. So klar ist das so alles. Das habe ich einfach in der Rossmann gekauft. Ich weiß Rossmann, weil die hat ihre Sachen im Rossmann verkauft gehabt. Ich kenne die nicht mal. Zoella ist eine britische YouTuberin. Echt? Die hat 10 Millionen Follower oder so. Kenne ich immer noch nicht. Aber dann. So. Jetzt aber. Hi. Gang mal. Zeig mal noch unsere Outfits im Spiegel. Oder machen wir das nicht? Mach mal. Cute. Sieht einfach so anders aus. Voll, ne? Ja. Schon echt krass. Vielleicht würde ich sogar mal färben. Ja. Es würde dir halt stehen, ich weiß es. Doch. Doch, doch. auch mal hier draußen vloggen und ich habe meine Kamera drin gelassen. Deswegen wahrscheinlich der Qualitätswechsel gleich. Ja, sorry, aber ich meine, von mir ist man nichts anderes gewöhnt, außer diese Qualität. Das stimmt. Also von dem her. Außerdem ist das Licht noch nicht so schlecht, also es ist noch nicht ganz so schlimm. Und Leute gucken uns an, aber hey. Man muss die Leute auch dran gewöhnen, so an neue, ja, Mann. Neue Zeiten. Mhm. Was haben wir gerade gemacht? Wir haben gerade eine kleine Fotosession gehabt. Ich finde, war ganz gut für unsere erste gemeinsame so, ja, ohne dass wir jemanden Drittes dabei hatten. Ja, Mann. Die Bilder sind richtig ganz gut geworden. Und ich finde es cool, dass wir jetzt das wissen mit diesem, weil wir haben unsere Kamera aufgestellt und einfach gefilmt und dann Screenshots gemacht. Ich kann ja mal ein paar Bilder hier einfügen. I'ma make you mommy, babe. What you want from me, daddy? Hey, why me? Und die machen sich gerade lustig, aber nö, hey, ich gucke einfach nicht. Ja, die können auch gerne mit in den Vlog, wenn die irgendwas zu melden hätten, aber haben sie, ne? Ja, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach so, ja. Und jetzt können wir auch, falls wir alleine Bilder, also wenn du jetzt von dir selbst Bilder haben willst. Aber da gibt es sogar eine App, dass du sozusagen, ich muss dich einladen über den Link und dann kannst du auf die App und dann kannst du auf den Auslöser drücken. Ich weiß, finde ich auch geil. Witzig, aber ich finde es besser mit dem, wenn du es dir selbst dann aussuchen kannst aus dem Video. Das stimmt auch. Also wenn du dir jetzt so denkst, du bist irgendwo und wartest zum Beispiel auf mich oder sowas und hast noch Zeit und du denkst dir, hier kann ich gut mein Handy aufstellen, kannst einfach ein Video machen und deine eigenen Bilder schießen sozusagen. Ja, das ist echt cool. Ja, ne? Und naja, das Licht ist gerade ganz gut. Deswegen stört es irgendwie in der Qualität. Ja. Perfekt. Auf jeden Fall unser... Jetzt waren wir gerade am Wörthersee an die Nürnberger Leute. Hätte ich filmen können, aber habe ich nicht. Vielleicht irgendwann diesen Sommer nochmal, ne? Ich bin im Sommer nicht mehr hier. Ah ja, vielleicht kommst du, ja, ich auch nicht. Doch, ich bin hier. Wo gehen wir jetzt hin? Ah ja, ich weiß nicht warum, aber wir beide haben jetzt auf einmal the sudden urge to get an iced tea. Und deshalb holen wir uns jetzt Bubble Tea. Das war so absolut nicht sinnmachend, aber sinnergebend. Aber so sind wir halt. Ja, genau. So. Genau. Und wir freuen uns jetzt. Und ich bin sehr gespannt, weil ich habe glaube ich seit ein bisschen frisch, aber es ist ja, okay. Ne? Das Ding ist, ich glaube, ich habe seitdem ich 14 bin kein Bubble Tea mehr getrunken. Das ich habe nie in meinem Leben Bubble Tea getrunken. Was? Krass. Premiere. Bin sehr gespannt. Es gibt alles zwischen sehr unsüß und sehr, sehr, sehr süß. Ich bin sehr unsüß. Ich weiß. Deswegen, wir finden da noch was. Gehen wir zu diesem Bobo. Oder wie heißt man das? Das Bobo-Q? Ja, genau. Du meinst da an der einen hinter dem Starbucks, an der Straßenlinie, das oder welches? Es gibt mittlerweile 3, 4 Läden in Nürnberg. Wo? Es gibt da nochmal, wo... Welcher ist am besten, wo wir hinstehen können, wenn man so parken lässt? Eigentlich überall, ich bin überall. Welcher denkst du wird am besten sein? So vom ja, wir können einfach dahin, wo die meisten halt immer hingehen und sich anstellen würden. Das ist dieser Bobo-Q an der Innenstadt. Okay. Genau, da gehen wir jetzt hin. Okay, goodbye. Not mein sponsored. Arm fällt ab. #Ad. #Ad. That's broken. Ich habe hier mein Schnabeltier. Ich habe mir hier eine Maske auf. Ja, Janne. Gleich. Also nicht hier, aber dann wenn ich mit einladen. Jetzt ist die Quali wieder besser. Yes. Meine Kamera ist fast leer. Wir updaten euch, wenn wir Bubble Tea haben. Yes. Bye. So, Taste-Test. Ah, von mir alleine und von dir oder wie? Was soll ich auch machen? Oh mein Gott. Ich hasse das. Okay, schnell. Cheers.